Namaste, heute habe ich eine wunderschöne Ganzkörpereinheit auf dem Stuhl für euch und dafür brauchst du lediglich ein dickes Kissen, eine Unterlage für deine Füße und natürlich einen Stuhl. Diese Yoga-Einheit wird gesponsert von meiner Niyama Academy und wenn du auch einmal Rücken-Yoga ausprobieren möchtest, weil du deinen Rücken vielleicht etwas verspannt fühlst, weil du ihn lockern möchtest, aktivieren möchtest oder auch einfach Rückenschmerzen vorbeugen möchtest, schau vorbei auf www.niyama.academy, da findest du alle Infos. Jetzt würde ich sagen, los geht's! Wir starten mit einer einfachen sitzenden Position. Dazu lege deine Füße auf deine Unterlage oder ganz flach am Boden auf. Lass deine Knie sanft nach außen fallen und komm dabei ruhig auf deine Fußaußenkanten. Wir symbolisieren hier den Schneidersitz, haben eine leichte Hüftöffnung. Lege deine Hände entspannt auf deinen Oberschenkeln auf, Handinnenflächen nach oben gerichtet, die Finger dabei ganz entspannt, ganz locker. Schließe deine Augen und nimm dir zunächst ein paar tiefe Atemzüge, um bei dir anzukommen, in deinem Raum, in dem du dich befindest, in deinem Körper, in deinem Geiste. Wir nehmen uns nun einmal drei ganz tiefe Atemzüge und wenn du möchtest, setze dich etwas weg von deiner Lehne und zieh die Arme groß über die Seite nach oben, atme tief und voll ein, senke die Hände ab aus. Noch zweimal so, tief und voll ein, absenken aus, letzte Runde, tief und voll ein. Hände absenken aus. Öffne deine Augen. Namaste, schön, dass du da bist. Wir machen weiter mit einer kleinen Mobilisierung unserer Gelenke. Dazu stell einmal deinen rechten Fuß auf den Fußzehen vor dir am Boden auf und kreise sanft über deinen großen Fußzeh. Das lockert unser Fußgelenk auf eine sehr sanfte Art und Weise. Wechsel auch einmal die Richtung. Sehr gut. Andere Seite, linken Fuß aufstellen und kreise sanft über deinen Fußzeh. Auch hier die Richtung wechseln. Und geschafft, stelle nun wieder deine Füße auf der Unterlage auf und greife einmal hinter deinen rechten Oberschenkel. Weiter geht's mit dem Kniegelenk und auch ein bisschen mit dem Hüftgelenk. Streck dein rechtes Bein aus und beuge es, zieh es sanft heran. Immer wieder strecken und beugen. Mach dir bitte keine Gedanken, wenn es nicht so aussieht wie bei mir. Das ist vollkommen okay. Achtung, letzte Runde. Halten wir das Bein etwas näher zu uns gezogen, so weit wie du kannst. 3, 2, eins. Und wir lösen auf. Das Ganze auf der linken Seite, greif hinter deinen Oberschenkel, streck das linke Bein aus und zieh es heran. Immer im Wechsel. Ausstrecken und heranziehen. So weit, wie du kannst, so weit, wie es bei dir geht. Achtung, das letzte Mal halten wir, zieh es zu deiner Brust heran, noch 3, 2 und 1. Auflösen, sehr gut. Als nächstes kümmern wir uns noch etwas mehr um unsere Hüfte. Greif einmal das rechte Knie und rotiere das rechte Bein auswärts 10-mal. Genauso. Nur so groß natürlich, wie es für dich angenehm ist.
Nach ungefähr 10 Mal wechselt die Richtung, rotiere das Bein einwärts. Und nach dem letzten Mal wechseln wir natürlich die Seite. Linkes Bein greift das linke Knie und kreise zunächst nach innen. 10 Mal. Und wir wechseln die Richtung. Sehr gut. Stell dein Bein wieder auf. Du merkst bestimmt, die Aktivierung wird alles schön warm. Als nächstes öffne einmal deine Arme und öffne und schließe deine Finger. So als würdest du etwas greifen. Immer wieder öffnen, schließen, öffnen, schließen, öffnen, schließen. Sehr gut. Mach weiter. Jetzt greif einmal nach vorne. Öffnen, schließen, öffnen, schließen. Daumen dabei außen. Und über Kopf nach oben. Öffnen, schließen. Richtig öffnen die Finger und schließen. Sehr gut. Halte durch. Gleich geschafft. Jetzt kreisen wir die Handgelenke, die Arme noch oben behalten. Kreise, kreise, kreise. Daumen ist außen. Fäuste bleiben. Sehr gut. Und nochmal nach vorne. Weiter kreisen, weiter kreisen. Super. Und nach außen. Weiter kreisen in die Ellbogen mit. Jawohl. Und ausschütteln. Sehr gut. Für unsere nächste Übung kreise den rechten Arm. Ziehe große Kreise nach vorne, oben und hinten. Sehr gut. Auch die Richtung wechseln. Einmal über hinten nach vorne holen. Ungefähr 5 Mal. Und die linke Seite, linken Arm nach hinten kreisen. 5, 4, 3, 2, 1 und wechsel deine Richtung von hinten nach vorne. Und letztes Mal, sehr gut. Schüttel dich einmal aus. Weiter geht es mit dem Kopf. Sitze aufrecht und schau einmal zu deiner linken Schulter. Nun zieh das Kinn über dein Brustbein ganz sanft zur rechten Schulter und dann über das Brustbein sanft wieder zur linken Schulter. Mach diese Übung sehr sorgfältig, nicht zu schnell und achte bitte stets auf deinen Körper. Wenn sich etwas komisch anfühlt, lass auch jederzeit eine Übung weg und passe sie an. Gleich geschafft. Und komm in das Zentrum zurück. Sehr gut. Locker dich mal im ganzen Körper nochmal durch. Für unsere erste Asana wollen wir unsere Hüften noch etwas vorbereiten. Und zwar heb einmal das linke Bein an und stell den linken Fuß außen auf. Also anheben, wieder einrotieren. Anheben, ausrotieren, aufstellen, anheben, einrotieren, aufstellen. Noch dreimal so. Anheben, raus. Anheben, rein. Du darfst gern mit deiner Hand mithelfen. Letztes Mal. Und wir machen die andere Seite. Rechtes Bein anheben, ausrotieren, aufstellen und wieder nach innen holen. Sehr gut. Auch hier 5 Mal. Bleib dran, du schaffst das. Sehr gut, letztes Mal. Und geschafft. Huh. Jetzt stell einmal das linke Bein nach außen auf. Du darfst gerne auf die Zehenspitzen kommen und rutsche ganz nach vorne auf deinen Stuhl, sodass der Oberschenkel mit deiner Stuhlvorderkante abschließt. Wenn der Fuß in der Luft sein sollte wie bei mir, dann schnapp dir wieder deinen Block. Das rechte Bein schiebst du auch nach außen, so weit wie es dir möglich ist. Du solltest nun eine leichte Öffnung und Dehnung spüren in deinen Oberschenkelinnenseiten und auch in deiner Hüfte.
Öffne nun deine Arme nach vorne und nach hinten. Deine Wirbelsäule ist ganz aufrecht. Der Blick geht über deine linke Hand. Und versuche auch aus eigener Kraft das linke Knie etwas nach außen zu schieben. Versuche keinen Hohlrücken zu machen. Wir sind in einer Variante des Krieger 2, auch genannt in Sanskrit Virabhadrasana 2. Versuche dein Gesicht entspannt zu halten, den Unterkiefer locker. Gleich hast du es geschafft. Und leg einmal deine Arme wieder ab. Wir gehen in Krieger 1 und dazu drehst du das rechte Bein nach vorne ein, stellst den rechten Fuß hinten auf, versuch das rechte Bein einmal so weit zu strecken, wie du kannst und wir sitzen jetzt mit unserer linken Seite auf dem Stuhl. Die rechte Seite ist quasi frei. Du kannst dich gerne auch an deiner Stuhllehne festhalten, falls du dich instabil fühlst. Strecke den rechten Arm nach oben oder auch gerne beide für mehr Aktivierung. Der Blick kann neutral nach vorne gehen oder auch leicht nach oben gerichtet sein. Sei aktiv bis in deine Fingerspitzen. Und lass den Atem natürlich fließen. Ungefähr noch 5 Atemzüge hier. Du schaffst das. Und du hast es geschafft. Bring einmal deine Arme nach unten. Und komme wieder kontrolliert in die Ausgangsposition. Wir machen das Ganze jetzt auf der anderen Seite. Gerne die Unterlagen wieder platzieren, so wie du es brauchst. Rechtes Bein nach außen drehen, rutsche auf die Stuhlvorderkante. Und das linke Bein nach außen aufstellen. So weit, wie es dir möglich ist. Beide Hüften sind geöffnet, Oberschenkelinnenseite spürt vielleicht eine kleine Dehnung. Deine Wirbelsäule ist lang und aufrecht. Öffne deine Arme nach vorne und nach hinten. Blick über die rechte Hand. Die Schultern ziehst du sanft weg von den Ohren. Achte darauf, dass du kein Hohlkreuz machst. Schieb das rechte Knie aus eigener Kraft etwas nach außen. Und das Atmen natürlich nicht vergessen. Du machst das sehr gut. Letzter Atemzug. Und geschafft. Hol einmal die Arme nach unten, dreh das linke Bein nach vorne und versuch das linke Bein nach hinten auszustrecken, linken Fuß aufstellen. Halte dich gerne an deiner Stuhllehne fest. Du kannst den rechten Fuß auch am Boden aufstellen, hier auch nochmal anpassen, falls es nicht richtig sitzt. Den linken Arm kannst du nach oben ausstrecken, gerne den rechten dazu nehmen, wenn du hier die kleine Herausforderung suchst. Zieh deine Schultern leicht weg von den Ohren. Fingerspitzen zeigen nach oben zum Himmel. Der Krieger 1 heißt auf Sanskrit Virabhadrasana 1. Und gleich hast du es geschafft. Sehr gut. Arme nach unten nehmen und kontrolliert wieder in die Ausgangsposition kommen. Dann steh einmal auf, locker dich einmal durch. Wir machen ein paar Übungen im Stehen. Wir gehen in eine Variante des herabschauenden Hundes und dazu verschränk einmal deine Arme und platziere sie auf deiner Stuhllehne. Wandere mit deinen Füßen nach hinten und spüre die Dehnung in den Beinrückseiten. Du kannst gerne auch die Arme ausstrecken und dich hier etwas tiefer hineinsinken lassen. Hier kommt es ganz stark auf dich und auf deinen Körper drauf an, wie tief du gehen möchtest. Wenn du noch tiefer möchtest, eine weitere Alternative für dich, komm vor und platziere deine Hände auf deinem Sitzpolster. Lasse hier nun deinen Oberkörper nach unten sinken, die Füße sind in etwa hüftbreit. Du spürst eine schöne Dehnung in den Beinrückseiten und gleichzeitig eine Öffnung in der Brust. Bleib aktiv in deinen Armen. Noch ein paar Atemzüge hier. Der letzte Atemzug. Und dann löse dich sanft aus der Haltung. Unsere nächste Übung ist der Baum, eine Balancehaltung. Und als erstes stell einmal deinen linken Fuß an der Innenknöchelseite auf. Die linke Hüfte ist geöffnet, das linke Knie zieht nach außen. Wenn du dich sehr stabil fühlst, kannst du deinen Fuß auch an der Innenschienbeinseite aufstellen. Halte dich gerne jederzeit an deinem Stuhl fest. Du kannst dich auch lösen, kannst beide Hände in die Luft heben oder auch einfach nur einen Arm abstrecken.
Wenn du dich festhältst und doch ein bisschen Herausforderung möchtest, kannst du auch einmal für 1, 2 Sekunden die Augen schließen. Gleich geschafft. Öffne deine Augen. Die letzten Atemzüge. Und löse auf. Gern mal das rechte Bein kurz ausschütteln, bevor du es aufstellst. Auch wieder Variante 1. Die Fußzehen bleiben am Boden. Variante 2. Den Fuß an der Unterschenkelseite aufstellen. Bitte niemals auf dem Kniegelenk direkt. Da wird einfach zu viel Druck auf das Gelenk ausgeübt. Spiele ein bisschen mit deiner Balance. Halte dich fest. Löse deine Hände. Streck einen Arm oder beide Arme aus. Gerne nochmal die Augen schließen für 1 Sekunde oder für 2 ganze Atemzüge. Und geschafft. Aufstellen, ausschütteln. Wir gehen zurück auf den Stuhl. Ich hoffe, bis hierher geht es dir ganz wunderbar und du bist bereit für die letzte Hälfte. Stell wieder deine Füße auf deine Unterlage auf. Wir machen weiter mit einem sanften Twist. Und zwar greife einmal mit der rechten Hand das linke Knie und zieh das linke Bein nach oben. Wenn du kannst, leg einmal deinen linken Fuß über das rechte Knie und halte dich weiterhin am Bein fest. Die linke Hand verankerst du an deiner Sitzfläche oder auch gerne an der Stuhllehne. Je nach Stuhl ist das Ganze unterschiedlich. Wir haben hier 2 Hebel. Sei sehr aufrecht in der Wirbelsäule und geh nicht zu tief in die Drehung hinein. Flexe auch den linken Fuß, um das Knie zu schützen. Gleich hast du es geschafft. Und wir lösen sanft auf, machen das Ganze auf der anderen Seite. Jetzt greife mit deiner linken Hand das rechte Knie. Gerne den rechten Fuß über das linke Knie legen. Halte dich fest an deiner Stuhllehne oder an deiner Sitzfläche. Aufrechte Wirbelsäule ist ganz, ganz wichtig. Beide Hebel ziehst du recht sanft. Du behältst die Kontrolle. Dein Körper ist König oder Königin. Und diese Übung hast du auch gemeistert. Löse langsam auf. Für die nächste Übung brauchst du ein Kissen. Leg einmal dein großes Kissen auf deine Oberschenkel. Wir wollen uns jetzt auch ein bisschen entspannen, in einer Variante von der Haltung des Kindes. Lege einmal deinen Bauch und deine Brust auf deinem Kissen auf, verschränke deine Arme und finde eine bequeme Position für deinen Kopf. Du kannst die Arme auch öffnen und hängen lassen. Ganz wichtig ist, dass du dich hier entspannen kannst und die Rundung in deiner Wirbelsäule auch wahrnehmen kannst. Lass den ganzen Körper los. Schicke den Atem in den hinteren Teil deiner Lunge. Stell dir vor, wie du dich von innen auch supportest und von innen heraus dehnst mit jedem Atemzug. Wir lösen sanft auf, rolle dich nach hinten langsam heraus. Dann entferne dein Kissen und stütze dich hinter dir auf der Sitzfläche einmal ab, rutsche mit deinem Po etwas nach vorne und stell deine Füße bzw. die Fersen am Boden auf. Und nun kommen wir in eine sanfte Rückbeuge. Schieb einmal dein Brustbein Richtung Himmel. Sei aktiv. In deinen Armen drück dich heraus aus den Schultern, spür diese kleine Rückbeuge. Wir symbolisieren hier den Fisch. Der Kopf darf in der Luft schweben, du darfst nach vorne schauen, musst ihn nicht nach hinten ablegen. Und die Haltung ist auch schon gemeistert. Setz dich wieder neutral auf deinen Stuhl,
Streck den linken Arm nach vorne aus und mit dem rechten Arm holst du einmal den gestreckten linken Arm zur rechten Seite. Kleine Dehnung für unsere Schulter noch, achte darauf, die Schultern weg von den Ohren zu ziehen. Löse auf, andere Seite, jetzt den gestreckten rechten Arm mit dem linken Arm zur linken Seite ziehen. Dehnung für die rechte Schulter, ziehe auch die rechte Schulter sanft nach unten. Löse auch hier auf. Als nächstes greife mit deiner linken Hand unter deine Sitzfläche und neige deinen Kopf leicht zur rechten Seite. Spür die Dehnung in deinem linken Nacken, im linken Halse. Wenn du magst, kannst du den rechten Arm auch noch etwas aktiver Richtung Boden schieben. Die Schwerkraft erledigt hier den Rest. Vorsichtig löse auf und wir machen das Ganze auf der anderen Seite. Greife mit der rechten Hand unter die Sitzfläche, neige den Kopf leicht nach links. Du kannst den linken Arm auf deinem Bein lassen, kannst ihn aber auch einfach zu Boden hängen lassen. Letzte Dehnung für die Flanken. Greife nun mit deiner rechten Hand einmal deinen linken Oberschenkel von außen. Streck den linken Arm nach oben aus, gerne anlehnen und neige den Oberkörper 5 bis 10 cm nach rechts. Spür diese schöne Dehnung zwischen deinen Rippenbögen auf deiner gesamten linken Seite. Mit deiner nächsten Einatmung löse auf, komm wieder zur Mitte zurück. Wir machen das Ganze auf der anderen Seite. Greife mit der linken Hand den rechten Oberschenkel, rechter Arm nach oben und neige dich 5 bis 10 cm nach links. Schön weiter atmen. Genieß die Länge in deiner rechten Flanke. Mit der nächsten Einatmung komme schon wieder zurück zur Mitte. Locker dich einmal durch. Du hast es geschafft. Wir sind am Ende unserer Übung. Setze dich jetzt einmal ganz bequem auf deinen Stuhl. Kippe deine Knie leicht nach außen, die Füße gerne auf die Fußaußenkante bringen. Die Hände gerne wie eine Schale im Schoß oder einfach auf den Oberschenkeln aufgelegt. Schließ deine Augen. Atme durch. Reflektiere und spüre, wie es dir jetzt in deinem Körper geht. Vertiefe deinen Atem. Bringe deine Hände in Anjali Mudra vor dem Herzen zusammen und schenke dir ein ganz warmes, herzliches Lächeln. Sei dir dankbar dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast für deine Yoga-Praxis. Namaste. Vielen lieben Dank für deine Teilnahme und auch für dein Vertrauen. Wenn dir diese Einheit gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar da, teile es mit deinen Freunden, folge mir hier auf YouTube, damit unterstützt du meine Arbeit wirklich sehr. Ich danke dir und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.